gefunden. Das ist der Windpark Schönwerder. 12 mal 126 mit 3,45 Megawatt. Und dann sind nochmal 6 Vestas V150 5,6 Megawatt dazugekommen. Also die Inventos, die ihr seht. 6 Stück müssten da stehen. Deswegen, oh, das ist mir gestern nicht aufgefallen. Oh, peinlich, ey. Junge. Naja, aber auf den ersten Blick denkst du, oh ja, gut, alles Vestas. Also ist ja Vestas, ne? Aber ja. Dann mogeln sich auf immer die Inventos dazwischen, so, ne? Da. Zack, das siehst du ja auch nicht gleich. Also immer zweimal hingucken. Hm, naja, gut. Also einen habe ich schon. Da ist jetzt Peter. Wo ist der Rest? Steht noch nicht, oder was? Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also sind ja zwei Inventors dazugekommen. Und 6 steht ja drauf. Aber gut. Muss ja nicht immer alles stimmen, wa? So, auf jeden Fall drehen sich die Enercon hier sehr schön. Die 40. Wie man sehen kann. Ah, ich werde glaube gleich mal mit der Drohne fliegen. Das Spektakel immer noch mal aufnehmen. Ich sag, ich komme hier heute wieder nicht weg. Ich bin so begeistert. Ja, da hinten siehst du schön die Nordex, die 149er. Vor allem die fette Narbe sieht man jetzt immer, wenn der Rotor noch nicht dran ist. Geil. Und dann dieser Nebel. Cool. Hat schon was. Aber ich denke mal, der Punkt hier war gut ausgewählt. Über Nacht. Siehst du ja. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit hier aufgestanden wäre, dann wäre hier vielleicht auch noch ein bisschen. Aber ist egal. Ich war so müde. Ich hätte am liebsten jetzt noch weiter geschlafen, weil ich war ja die Nacht ein paar Mal wach. Man schläft ja auch doch ein bisschen unruhiger. Ja, aber es ging halt, ne? Doch geil, oder? Geil, geil. Ja, und die E82 war auch recht leise. Einmal habe ich sie gehört, da war es ein bisschen schneller wahrscheinlich. Aber sonst... Ach, guck mal, Enercon ist ja da hinten. Da habe ich ja Glück gehabt. Geil. Ja, naja, so sieht das aus. Ach, die haben gehupt, siehst du? Dann stehe ich hier um 7 auf. Jetzt haben wir schon mal 3/4 Zähne, weil ich nicht aus dem Arsch komme. Ist einfach zu schön. Jetzt, ja, braucht euch nicht wundern, warum ich nicht so viel schaffe hier. Ja, ist halt so, ne? Man soll es halt auch genießen, wenn man es schön findet. Und das ist das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt. Mit dem Fahrrad wollte ich auch noch eine Runde fahren hier. Das werde ich aber später machen, weil, wie gesagt, ich werde erstmal runter nach Güstow. Und vorher muss ich noch mal nach Prenzlau, weil meine Speicherkarte von der Drohne ist leider voll. Ich habe auch gerade nur die kleine drin. Ich habe die große natürlich zu Hause gelassen, weil ich dachte, es reicht locker. Aber nein. So ist das halt. Unvorbereitet. Ja. Mich trifft es immer wieder. Ja, die E82 dreht sich schön ruhig. Also man hört sie kaum. Da hinten ist Enercon. Und da wollte ich eigentlich gestern stehen, aber ich habe mich noch umentschieden. Bei der BWU ist auch jetzt jemand, denk mal, der Service. Weil die Blattspitzen sind jetzt auch aus dem Wind gestellt und ja, denke ich mal, die kriegt jetzt einen Service, die kleine gute. Habe ich ja Glück gehabt. Ich habe mein Solarpanel wieder draußen, macht jetzt fast 100 Watt. Ich glaube 160 hat's. Ja, habe noch so eine Powerstation, so eine EcoFlow und die ist jetzt fast 100% voll wieder und dann komme ich eine Weile mit. Ja, so sieht es halt aus. Deswegen habe ich jetzt auch noch gewartet und bin noch nicht losgefahren. Ja, Gott sei Dank drehen sich halt ein paar Anlagen. Wie gesagt, die E40 hier vorne. Und vor allem hinten die 162er. Ich bin mal gespannt, welche ich dahin fahre jetzt. Ich muss mal kurz nach Prenzlau, wie gesagt, und da mal gucken, ob ich eine Speicherkarte kriege. Ich hoffe, die sind nicht so teuer hier. Im Internet sind sie ja doch immer günstiger. Aber es muss nicht immer heißen, dass sie jetzt im Fachgeschäft teurer sind. Nicht immer. Manchmal sind sie ja günstiger, ne? Ja, das ist sehr schön, die V39. Und dahinter dann die V112, würde ich jetzt sagen. Ja. Geil, wa? Herrlich. Ja, da hatten die V39 dreht sich. Ah, ist schon cool, dass die hier noch stehen. Finde ich gut. Ah, die Mekon drehen sich auch, die 600 kW Anlagen. Die, ja, die drei Stück sind es, die drehen sich. Was haben wir da ganz hinten noch? Das ist doch ein Nordex, ne?
Steht hier noch eine Nordex rum oder was? Ist mir noch nicht aufgefallen. Krass, cool. Ja, wirklich alles hier vertreten. Hier ist ja, wie gesagt, steht denn da dran? Nur Boreas oder? Ja, das sind halt Repower für mich, wie gesagt. Boreas steht dran. Ja, MD70 oder so. Fuhrländer sogar. Naja, verschiedene Auswahl haben wir hier. Wir haben hier Zenvion, Fuhrländer, Repower, Vestas, Enercon, Nordex sogar, Mikon, BWU haben wir da noch, G, Energy haben wir, noch was vergessen. Achso, und Eno da weiter hinten haben wir Eno noch. Alter Falter, so viele verschiedene Anlagen. So, hier seht ihr nochmal die E40, jetzt drehen sich alle Sechse. Leider die Vestas jetzt noch nicht. Also bei der BWU ist auch ein Service da, habe ich gesehen. Ja. Aber schön, dass sie noch gewartet werden. Beziehungsweise, dass sich noch jemand drum kümmert und dass sie nicht vergammeln. Dass sowas erhalten bleibt, finde ich sehr süd. Hier, Daumen hoch, warte mal. Daumen hoch. Gut, hier von der Bundesstraße, von der 109. Die Enercon. So sieht das aus hier. Und gestern bin ich hier links so einen Feldweg lang gefahren. Ne? Schön. Say